Hallo und willkommen zurück hier bei Enslaved Odyssey to the West. Wir müssen hier weiter noch diese Brücke entlang. Ich denke mal, wir haben gerade mal so die Hälfte hinter uns gebracht. Ja, 455 Meter noch. Das ist noch ein ganzes Stückchen. Aber das werden wir definitiv auch noch hinter uns bringen. Jo. Trip, magst du einmal scannen? Steh nicht da hinten rum. Mach die Absturzstelle. Wir sind fast da. Ja, sehr schön. Dragon Spice on the fly. Noch ein Turret sehen wir da. Oh, wir sehen zwei. Da sind überall Geschütze. Oh. Wird schwer werden, an ihnen vorbeizukommen. Warte. Das Fahrzeug. Vielleicht kriegen wir es ja in Gang. Ach ja? Wie denn? Das geht nicht. Wir haben eine Energiezelle. Denk dran. Boah, Trip, das war jetzt echt verdammt heftig. So, mit der Energiezelle also. Man fragt sich, wie das funktioniert. Super. Ah, sehr schön. Die hier gehen. Oh, die gehen doch kaputt. Schade, echt. Oh nein. Wir haben doch ein Schild, ne? Wir haben doch ein Schild. Ich möchte meine Kugeln haben. Wie komme ich hier rein? So komme ich hier rein. Das war das YouTube-Auge. Na, mein Freund. Ist dann mal egal hier. Schluss mit Feuern. Schluss mit Hass. Wie wär's denn mal mit Liebe? Gut, also die gehen anscheinend auch kaputt, aber die halten länger. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. So, Trip. Nein. So war das. So. Ah, er hat sich dort selber in Sicherheit gebracht. Das ist sehr schön. Ah! Vor uns gibt's keine Deckung. Ah! Okay, mach die Luke auf. Okay. Toll. Er bewegt sich nicht, wenn ich noch in der Animation bin. Macht ja auch Sinn. So, was ist das für ein merkwürdiges Auto? Ist das ein Panzer? Sieht so aus, oder? Ist auf jeden Fall ein sehr robustes Gerät. Okay. Es hat auf jeden Fall auch Satellitenschüsseln. Lass mich mal versuchen zu... Oh Mist! Die Schaltkreise sind durchgebrannt. Okay, ich versuche mal, ob ich... Oh, sorry. Oh ja, das Antriebssystem funktioniert noch. Okay, Monkey, steig ein. Oh, was? Hey, ich bin noch nicht drin. Mach langsam! Oh fuck! Oh fuck! Nein! Fahr nach rechts! Nach rechts! Ja, Trip, du bist tot. Frauen am Steuer. Okay. Und Männer am Controller. Ich setz die Batterie ein. Lass mich mal versuchen zu... Oh Mist! Die Schaltkreise sind durchgebrannt. Okay, ich versuch mal, ob ich... Oh, sorry. Oh, ja. Das werden wir doch hinkriegen jetzt, oder? Okay, Monkey, steig ein. Oh, ups. Hey, ich bin noch nicht drin. Sorry. Ich krieg nicht raus, wie das... Mach langsam. Nicht so schnell. Nein, ich hab wieder zu früh. Nach rechts. Alles gut. Ich gehe nach rechts. Sorry. Und hänge.
Ja, wie steige ich denn ein? Okay. Das war schon holprig genug bisher. Okay, so wie das Ding fährt, ist es auf jeden Fall ein Panzer. Verdammt. Ach, Mädel. Das ist ja schon schwer genug. Aber wenn du uns beide unbedingt umbringen willst. Monkey, beruhige dich. Sieh mal, wo wir sind. Die Absturzstelle. Hier ist das Sklavenschiff abgestürzt. Wir sind da! Wir sind da! Ja, im Arena-Kampf. Hallo, Windchen. Monkey, wir. Genau, ab in den Container. Gut, dass du uns gescannt hast. Ich muss ihn bekämpfen. Wie aktiviert man nochmal die Cloud? Ach so. Hilf mir, was muss ich jetzt machen? Okay, ich habe Zugriff auf seinen Bauplan. Oh, leben fuck. Ihn und geh näher ran. Okay, wir sollen ihn leben. Deswegen. Okay. Man kann auf Jindu Jun nicht. Man kann auf Jindu Jun also nicht großartig mit dem Stab rumhantieren. Das Hündchen ist ein wenig schnell, kann das sein? Und etwas verärgert. So, wir lassen ihn immer erst mal ein bisschen rankommen. Oh, damit wir nämlich nicht so viele Wege laufen müssen. Ja, verdammt. Die Munition hätte ich noch mitnehmen können. Oh, oh Gott, ist die Energieleiste lang. Wie lange sollen wir das denn machen hier? So, normalerweise soll man ja keine Tiere verprügeln, aber... Ja, genau, steck doch noch deinen Stab weg. Nice. Hier kann man sich ein wenig Oh Gott. Da kann man sich nach oben teleportieren. Das ist sehr interessant. Wo ist er denn? Monkey, tu doch was! Fuck. Ach, da ist Trip drin. Ach so. Ach, die hat sich in keinen Container geschleppt. Sondern wieder zurück in das Auto. Ein Glück, dass wir genug Sandschüsse haben. Noch 16 an der Zahl. Das geht ja. So langsam geht der Hund ja auch down. So, ich schätze mal einmal noch und dann... So, und das dürfte doch jetzt der letzte sein. Es gibt übrigens ein Achievement, wo man diesen Hund innerhalb von 36 Sekunden besiegen muss. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Hol den Hund mit Hilfe von der Cloud und schalte ihn aus. Wie denn? Ich schätze mal B drücken. Jo. Ich schätze mal, der ist noch gefährlich genug, oder?
Oh Gott, der hat noch eine zweite Leiste. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der hat doch tatsächlich noch eine zweite Leiste. Das ist ja echt fies. Aber sollten wir hinkriegen. Ich weiß nicht, können wir den eigentlich auch mit Plasma-Munition durchlöchern? Wir haben es auf jeden Fall inzwischen drauf. Nein! Das ging volle Kanne daneben. Nein, das ging schon wieder daneben. Gott. Also die Hitboxen sind nicht so toll, wenn man komplett nah dran sind. Das sollte man sich eventuell merken. Tschüss, mein Freund. Okay. Wir machen ihn fertig. So, der wartet natürlich schön auf uns hier. Und ciao. Silvi, mach Sitz. Oh ja, Moped! Hat er nicht gesagt, zwei Räder und ein Motor? Das sind drei. Er hat hinten nämlich zwei. Der hat voll gelogen. So, aber jetzt erstmal mit der Braut im Arm oder eher am Rücken in den Sonnenuntergang fahren. Na toll, während der Fahrt. Ich konnte leider nicht ganz lesen, was da drauf stand. Irgendwas mit Pyramid. Oh. Fahr darüber. Nein, wir fahren weiter. Nein, wir fahren doch nicht weiter. Was ist das für ein Riesenteil? Das sieht aus wie ein riesiger Arm. Errungenschaft freigeschaltet. Flucht aus New York. Uhu. Wir kriegen Errungenschaften. Kapitel 6, Dorfbesuch. Ja, ich schätze mal, wir sind jetzt bei Trip gleich im Dorf angekommen. Zumindest am nächsten Tag. Bei dem Tempo sind wir gegen Mittag in meinem Dorf. Was machst du, wenn wir dort ankommen? Wenn ich das Stirnband entfernt habe? Naja, außer mich umzubringen, meine ich. Ich gehe wohl zurück. Wohin zurück? Egal wohin. Dort, wo es Essen und Treibstoff gibt. Ich bin meistens unterwegs. Weißt du, vielleicht kannst du bleiben. Wenn du willst. Ich meine nur,
Wenn mein Vater hört, was du für mich getan hast, bietet er dir bestimmt ein Zuhause an. Wenn du das möchtest. Monkey, der ewige Einzelgänger, ein Zuhause? Ich glaube ja eher nicht. Kaum zu glauben, dass wir hier sind. Halt an! Halt an, halt an, hier ist es! Mit dem Motorrad geht's nicht weiter. Es würde das Abwehrsystem auslösen. Es ist verdammt ruhig, auf jeden Fall. Fremden gegenüber ist mein Vater etwas eigen, also... Also lass besser mich reden, wenn wir da sind, okay? Okay. Oh, seltsam. Was? Warum sind die Geschütze am Tor aktiviert? Wie kommen wir jetzt rein? Gehen wir weiter zum Wachposten. Wir brauchen ein Funkgerät, dann lassen sie uns rein. Weißt du, was wir auf jeden Fall auch brauchen? Komm mit, Monkey. Ja, nix komm mit, Monkey. Das hier brauchen wir. Strom am Zäunli. Nicht gut für Effli. Oh, da steht der schicke Moped. Kann ich das nochmal fahren? Manno. Ich kann das selber nicht fahren. Sieht auf jeden Fall etwas abgespaced aus. So, hier gibt's auch eine Ampulle, die wir nicht mehr mitnehmen können. Aber wir schon 5 haben. Alles klar. Wir sind ja doch relativ gut dran, was unsere Gesundheit angeht. Wir sind ja erst einmal gestorben. Ne? Und das nur... Weg hier! Oh. Seltsam. Mag es nicht hier. Er sollte doch die Brücke bedienen. Hallo? Tja. Mark! Ist da jemand? Hier ist auf jeden Fall ein merkwürdiges Gesicht. Gesicht. Monkey, die Brückensteuerung ist da oben. Okay, ich finde schon einen Weg dahin. Zum Beispiel mit diesen Ästen hier. Ups, erstmal einmal da hoch. Und dann, Gott sei Dank, ist ja alles überwuchert. Und hier fließt erstmal wunderschön Wasser den Bach herunter. Oder ist das Abwasser? Es könnte auch das Abwassersystem sein, wenn es einfach so nach unten fließt. Super. Und jetzt lass die Brücke für mich runter. Achso, da. Entschuldigung, ich dachte, ich muss jetzt geradeaus weiter. Das ist mir so jetzt nicht aufgefallen. So, einmal hier, bitteschön. Weiter. Ja, kann ich die Brücke wieder hochnehmen? Nur so zur Sicherheit. Wo wär's denn? No! Kann ich da noch... Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Ja. Ich kann's kaum erwarten, meinen Vater wiederzusehen. Trip, ich muss da mal wohin. Verdammt. No! Ich kann nicht zurück. Verdammt. Oh Mann. Uns sind ein Haufen rote Bubbles entgangen. Mist, ey. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Ach nee. Oh. Hab nichts gesagt. Man will das so. Gut, Entschuldigung, Trip. Ich habe nichts gesagt. So, noch ein paar Urlaubsfotos hier. Würde mich mal interessieren, wo wir jetzt hier so landschaftsmäßig sind. Das wäre mal interessant zu wissen. So, da unten sind die Niederen. Ja, das ist wie in Skyrim. Ganz unten sind... die Ärmsten, ganz oben sind die Reichsten. Ist doch wie überall, hat sich in den ganzen Jahren nichts geändert. Okay.